Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts. Und wir quatschen mal wieder mit den Leuten hier. Hey, D-Mix, weißt du doch, glaube ich. Ich habe das hier gefunden, aber was soll ich schon damit anfangen, nicht wahr? Oh, Pyrosplitter. So. Okay, Shion redet immer noch nicht mit uns. Rox, ab heute gehst du mit Shion auf Mission. Oh. Achte auf die Infos, die ich in der Missionsbesprechung für dich vorbereitet habe. Entscheide anhand der Zielinformation, welche Tafel du in den Einsatz mitnimmst. Okay. Besiege die Giftpflanzen. Giftpflanzen aufgenommen. Finde und besiege sie gemeinsam mit Shion. Info. Können leicht mit Vollmagie getötet werden. Nimm ein paar zusätzliche Vollsprüche mit. Nimm dich auch vor Unheilkraut in Acht. Töte es, indem du einen Samen durch Blocken zurückwirfst. Okay. Gut, Blocken habe ich ausgerüstet gerade. Heute seid ihr das erste Mal im Team unterwegs. Es gibt einen Herzlosen, den ihr ausschalten müsst, Roxas. Du wirst die Mission leiten. Ich? Oh, okay. Einfach gegangen, ohne irgendwie zu sagen, let's go oder so. Eiskalter Typ, ey. Gehen wir. Leite also diese Mission. Obvious. Bitte die Giftpflanze. Okay, laufen wir mal geradeaus. Ach, hui, hier ist schon wieder. Boah, jetzt halten die aber noch mehr aus, oder kommt mir das nur so vor? Aber kämpft die nicht, oder was? Hallo, nicht doof rumstehen, kämpfen. Das ist ja doof. So kämpft sie denn nicht? Das ist echt doof. Naja, wird schon einen Grund haben. Oh, moin. Achso, ich habe jetzt auch die Tafel drin, dass ich anscheinend Doppelsprünge machen kann. Aber keine Ahnung, wie das funktioniert. Also, da steht eigentlich, dass ich es machen kann. Ich habe auch Tafeln verbunden, aber irgendwie geht es ja nicht ganz so gut. Also ein Blocken habe ich jetzt auch drin, weil ich dachte mir, hey, vielleicht ist das ganz gut. Mal weg mit euch. Quatsch. So, komm, den hauen wir auch noch kurz weg. Soll ich hier an. Schaff mal schon. Quatsch. Bäh. So. Gehen wir erst nach ganz oben, oder? Oh, da sind noch mehr so Pflanzen. Das sind nicht die, die wir suchen. Boah. Aua. Ja, auch jetzt. Aua. Oh, sie greift an. Hat sie es vorher auch schon gemacht? Wenn ja, dann ist mir es trotzdem erst jetzt aufgefallen. Okay, hier können wir nicht weiter. Oder ist der Doppelsprung einfach nur, dass ich höher springen kann? Ich habe keine Ahnung. Oder ist es Magie? Nee, auch nicht. Ach, keine Ahnung. Vielleicht muss das mit Magie verbinden, deswegen die Frage gerade. Quatsch. Ja, Shion. Und wie gefällt dir das zugucken? Ist das wieder ein Boss oder sind es? Das ist nämlich nur eine Leiste bis nach ganz hinten. Oh, sie hat wieder Feuer gemacht. Okay, krass. Also hin und wieder scheint sie ja doch was zu machen. Direkt vor meiner Schnauze. Und hat sie mich geheilt? Weil ich habe irgendwie Leben wieder gekriegt irgendwie. Oder wirkt es nur so, weil ich irgendwie weniger Schaden gekriegt habe? Ach, keine Ahnung.
Quatsch. Aufs Maul, du Bombenmulch. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Wo soll der denn sein? Dann laufen wir noch mal im Kreis. Ich habe auch noch gar keine Truhen gefunden, fällt mir drauf. Bin ich irgendwie blind? Das ist sehr mysteriös. Ich kann ja nirgendwo hin. Hier ist keine Kiste. Dann, da waren wir ja gerade. Oder habe ich da irgendeinen Weg nicht beachtet? Ach, guck mal an. Da geht's doch rein. Aha. Krass, habe ich gar nicht gesehen. Oh, wieder Bombenmäuche. Quatsch. Oh, irgendwie so Kombo-Dinger wären vielleicht auch ganz nett. Aua. Okay, die sprengen sich also einfach selbst mit der Zeit. Die sind nicht schnell genug besiegt. Gut zu wissen. Hallo. Na, wie geht's? Quatsch. Okay. Ist da oben vielleicht? Oh, da ist eine Kiste. Okay, da haben wir zumindest eine. Mit der Potion drin. Aber wo ist die Pflanze? Die Giftpflanze. Oh, lol. Einfach hier teleportiert. Na, unten vielleicht. Ja, das ist zumindest eine andere Pflanze. Na komm. Du willst auch schön den Möhren von unten beim Wachsen zusehen. So, und jetzt du, du doofe Pflanze. Das Maul. Hoppla. Eine Potion. Na dann, müssen wir hier wohl einmal rumlaufen. Huch. Jetzt kommen mal ganz schön viele Gegner. Aber wenigstens haben wir beide Kisten. Das heißt ja, dass doch hier irgendwo das Viech sein muss. Aua. Aua. Frage ist nur, muss ich da lang? Wir laufen mal da lang, komm. Da ist ja schon. Du bist aber groß. Oh, ich krieg Schaden. Uiuiui. Das Feuer macht aber gut Schaden. Oh, der hat sich geheilt. Wieso habe ich denn so eine coole Brille jetzt da oben? Hey, das wäre jetzt ziemlich uncool. Hey, was soll das? Wieso heilst du dich einfach? Na ja, gut, so wie ich es jetzt gerade mache, kann ich irgendwie nichts mehr machen. Immer zack. Immer wieder dasselbe. Erinnert mich ja fast schon an einen Boss aus Kingdom Hearts 2. Mission abgeschlossen, perfekt. So, Rückkehr erlaubt, Tunnel geöffnet. Ja, dann müssen wir wieder zurücklaufen. Machen wir das doch mal. Ratzfatz. Oh nein, schon wieder. Nein, lass mich in Ruhe. Ihr bringt mir gar nichts mehr. Ich hab schon 100%, ja? Mehr brauche ich nicht. Huch, jetzt wollen überall die Pflanzen. Die wollen jetzt Rache, oder was? Für den Boss.
Huch, tatsächlich, auch hier jetzt. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Aua. 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 Was soll das? Okay, so, Abmarsch. Zurück zu, achso, zurück zum Schloss. Wieso ist immer automatisch Nein angewählt? Man, oh ey. Muss noch woanders hin. Geh ohne mich zum Schloss zurück. Sitzt da ganz alleine. Der Arme. Naja, Aufgabe beendet. Tag 24, das Ende der Stille. This place is so much nicer, without the loudmouths. Loudmouths? Those bossy co-workers sent to Castle Oblivion. Oh. Well, I suppose it's too bad you and Poppet didn't get to spend a little more quality time with them. Poppet? I'm talking about Shion, kiddo. Kiddo? Roxas, get to work. Boah. Installiere Ringtafeln, um Werte zu verbessern. Manche schalten einzigartige Fähigkeiten frei. Leider können Ringtafeln nicht verbunden werden und du kannst nur eine installieren. Okay. Dann schauen wir doch gleich mal. Ja, dann seht ihr auch, was ich hier gemacht habe. Also erstmal habe ich ein paar Potions verbraucht. So, die packen wir mal wieder rein. Dann zurückwerfen. Ja, das habe ich jetzt auch nicht wirklich gemacht. Zieht dann, zeigt die LP, ja gut, das bleibt auf jeden Fall drin. Ja, ich glaube, ich pack das wieder weg. So, Entschlüssel, LP plus 10, Angriff plus 1, Magie plus 1, Abwehr plus 4, richtig gut. Ah ne, das brauche ich nicht. Ja, okay, dann geht's doch direkt weiter. Nachdem ich mit allen geredet habe. Sinnlos, sich um Abwesende zu sorgen. Sie fliehen diese Runde durch Abwesenheit. Okay. Wir haben 6 Mitglieder zum Schloss des Entfallens geschickt. Die Hälfte von uns. 6 Stück? Herrlich, wenn Laxi nicht da ist. Dann kann ich einfach rumsitzen und Sitar spielen. Also sonst immer rumheult, oder? Ja, die sagt nix. Heute bildest du wieder mit Shion ein Team. Okay. Besiege die Deserteure. Okay. Werden aggressiver, wenn einer aus ihren Reihen fällt. Das waren doch die Schwertputzis, glaube ich, oder? Bin und besiege die Deserteure. Alles klar. Da-da-dum, da-da-dum. Die haben sogar eine grüne Farbe. Das schon sehr Richtung Türkis geht. Na, moin. Oder ist es sogar Türkis? Keine Ahnung. Auf jeden Fall so grünlich, türkislich. Oh Gott. Bam. Oh, jetzt sind sie aggressiv. Oh. Alter. Bleib mal jetzt hier. Du Sau. Gibt's doch nicht. Was sind das denn? Oh, okay. Hey, das war ich vielleicht nicht, ne? Huch, das sind aber mehr als nur einer. Oder als die, die da angezeigt werden. Na, die sterben auch gerade ganz schnell. Und immer wenn einer drauf geht, dann greifen sie an. Das ist doch geil. Laufen die nicht immer weg?
muss nur schnell genug die besiegen. Oh, fertig. Wow. Das war ja super easy. I've got some place to be again today. So go on ahead without me. Roxas. Huh? Shion? Roxas is your name. Yeah. Roxas. Mein Name war das erste, was ich jemals gesagt, was sie jemals gesagt hat? Nee, sie hat doch davor auch schon was anderes gesagt, Kumpel. Ist nicht mal so lange her. Ein paar Minuten. Expertenmod. Die Waffe ermöglicht schnellere und längere Bodenkombos. Nice. Das hört sich gut an. Tag 25, zwei Schlüssel. Morgen, Shion. Ist irgendwas? Guten Morgen, Roxas. Wendet eure Vorbereitungen so schnell wie möglich. Ein riesiger Herzloser muss ausgelöscht werden. Ein riesiger? Uiuiuiui. Einheitentafeln verbinden sich mit deinen Waffentafeln. Manche offenbaren Fähigkeiten deiner Waffe, andere steigern deren Statuswerte. Okay. So, das heißt, wir wollen... Was war das hier? Mich schnellere, längere Bodenkombos. Das packen wir mal weg, weil wir haben jetzt dieses Plus. Das braucht zwei Slots. Okay. Kann ich das da rein... Nein, geht nicht. Aber kann ich... Warte mal. Kann ich das trotzdem zusätzlich benutzen? Nee. Aber was soll ich da jetzt mit reinpacken können? Das ist halt auch immer so eine Sache. Man weiß es halt nicht. Man muss einfach ausprobieren. Das geht nicht. Das geht auch nicht. Kann ich da Feuer reinpacken? Geht auch nicht. Heilmittel? Geht auch nicht. Auf jeden Fall nehme ich trotzdem eine Potion mit. Ja, nichts, was ich habe, kann ich da reinpacken. Ja, perfekt. Naja. So. Reden wir nochmal mit dem People's Magazine. Nimm das für weitere gute Arbeit. Oh, Mondstein. Sonst ist hier niemand. Wann können wir los? Und jetzt! Deine heutige Mission mit Shion ist besonders wichtig. Du wirst zusätzliche Felder bekommen, wenn du Mission für uns erledigst. Je mehr du arbeitest, desto mehr Felder darfst du installieren. Oha, der Abschluss von Missionen schaltet zusätzliche Tafelfelder frei. Mehr Felder, mehr Tafel, mehr Stärke für dich. Wer sagt, dass es harte Arbeit sich nicht lohnt? Ja, heftig, geil. Besiege den Schattenborn. Ein Boss. Ein Boss, ein großer, und den kennen wir. Roxas. Best of luck today. Oh, yeah. Let's go. Heißt, ihr hat endlich mal die Kapuze weggepackt. Oh, Potion. Ach nee, nicht die Dinger. Ach man, Kack-Fliegeteile. Da ist noch eine Kiste. Aber erstmal die Dinger weg. Der eine explodiert schon weg. Ja, perfekt. Der auch.
Ja, dann schauen wir doch mal hier nach. Achso, okay, ich dachte gerade, was war das jetzt? Ja, gehen wir erstmal nach oben. Oh, weil da ist eine Kiste und wieder Viecher. Ja, Bonus. So, ganz schnell, bevor er sich wieder in die Luft springen will. Ah, geht doch. Bonus. Ach so, da können wir auch noch hochgehen. Jetzt ist da der Schattenborn. Das sieht aber nicht so aus. Oh. Oder doch? Uiui. Was ist das? Unser Ziel. Bist du bereit? Ja. Na dann. Komm mal her, du Riese. Boah. Oh, das ist ja viel schneller als in den Konsolenversionen. Ach du Kacke. Da noch so Viecher. Alter, der bewegt sich ja wirklich deutlich schneller. Wie geht denn das? Normalerweise ist es doch so, dass auf dem Gameboy oder DS sich doch alles deutlich langsamer bewegt als auf Konsolen. Ui. Aua. Komm her. Also ist erst eine Leiste gleich weg. Ach ja, habt ihr gewusst, das ist das erste Spiel von Square Enix, was sie komplett alleine entwickelt haben. Also dieses Kingdom Hearts Spiel. Sonst hatten die immer Unterstützung. Boah. Oh. Das ist quasi ein Meilenstein für die gewesen. Ah, komm, gleich ist er weg. Komm, noch einmal. Quatsch. Uli. Wow, Shion, I didn't know you could use the Keyblade. You know, neither did I. You earned the icing on the cake. Huh? Come on, I'll show you. This is such a great spot. How'd you find it? Here you go. Sea salt ice cream. Come on, try it. Mm. It's sweet. And salty. It's good, right? Axel and I, we meet here for ice cream after work. This flavor is Axel's favorite. Sounds like it's yours, too. Yeah. Axel brought me here to eat ice cream on my first day with the organization. And then, after my first mission, he got me ice cream again, said it was icing on the cake. Like you just did for me. Yeah. You guys must be really close. Well, Axel and I are friends. Friends? Do you think that I could be a friend? When Axel gets back, we'll all have ice cream together. Okay. Fertig. Nächste Mission. Fertig, fertig. Tag 26. Vernichtet. Worum es wohl bei der heutigen Mission geht? Hoffentlich kommt Shion mit. Is it true then?
About Castle Oblivion? That's none of your concern. And Axel? Gone. He may have disappeared for good. What? Ja, heftig, ey, boah. Reden wir doch mal mit allen. Wir arbeiten heute wohl nicht zusammen. Ja, leider nicht. Ein Moki in der Organisationsklamotte, ey. Ist das geil. Leute werden ausradiert. Ganz schön übel. Benutzt du Tafeln effektiv? Wende eine Waffentafel und zeig's mir. Ich sag's dir, ob du's richtig machst. Oh, okay. Dass man immer von hinten laufen muss, ist so dumm. Bist du bereit? Nee, noch nicht. Was macht denn jetzt dieser kleine Moki da? Okay, der redet nicht. Aber Fun Fact, ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber das behaupten immer sehr viele. Und zwar, der Producer von Kingdom Hearts hat angeblich mal im Interview behauptet oder gesagt, dass alle Kutten der Organisation von Xemnas höchstpersönlich angefertigt wurden. Er hat sich also hingesetzt und die angeblich alle selber geschneidert. Aber ob das stimmt, ist wieder so eine andere Sache. Zumindest behaupten das sehr viele. So, aber das war's dann trotzdem erstmal mit der Folge. Deswegen bis zum nächsten Mal, Guantanamo. Tschüssi.